Es war die Überraschung des gestrigen Abends. Nach stundenlangen Gesprächen von Rot-Rot-Grün mit der CDU die Ankündigung von Bodo Ramelow, Christine Lieberknecht als Übergangsministerpräsidentin wählen lassen zu wollen. Und ich habe den Vorschlag unterbreitet, Christine Lieberknecht zu bitten, dass sie sich für diese Phase von 70 Tagen zur Verfügung stellt, um mit einem Justizminister, mit einer Finanzministerin und einem Chef der Staatskanzlei gemeinsam die Aufgaben als technische Regierung zu lösen, damit wir Rechtssicherheit kommen. Als Übergangsministerpräsidentin soll Christine Lieberknecht Neuwahlen organisieren. Die 61-jährige CDU-Politikerin war bereits von 2009 bis 2014 Ministerpräsidentin in Thüringen. Ramelow wolle vorerst nicht für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren, so der 64-Jährige. Bei Neuwahlen wolle er wieder als Spitzenkandidat der Linken antreten. Die Verhandlungsgruppe der Thüringer CDU reagierte verhalten. Wir glauben, dass das Wichtigste ist, dass wir eine Situation schaffen, wo am Ende eines Prozesses nicht die AfD stärker werden kann, als sie jetzt schon ist. Und deswegen glauben wir, dass wir auf der Suche nach Stabilität im Parlament weitere Gespräche zu führen haben. Auch die Grünen zeigten sich von dem Vorschlag überrascht. Wir präferieren weiterhin die Variante, die wir auch schon mal kundgetan haben, dass schnell eine handlungsfähige Regierung unter Bodo Ramelow hergestellt wird und damit auch stabile Verhältnisse in Thüringen. Bei den Sozialdemokraten fand die Idee einer Regierung unter Christine Lieberknecht große Zustimmung. Die SPD hat im kleinen Gremium des geschäftsführenden Vorstandes über den Vorschlag des Ministerpräsidenten beraten und ist der Meinung, dass das ein sehr, sehr guter Weg ist, den wir unterstützen können. Hoher Respekt für Bodo Ramelow, dass er sich selbst zurückzieht, den Weg frei macht für eine technische Regierung. Bereits heute Nachmittag wollen Linke, SPD, CDU und Grüne weiter miteinander verhandeln. Auf Twitter verkündete Linke-Chefin Susanne Henning-Welso, wie sie sich den weiteren Zeitplan vorstellt. Demnach solle sich der Landtag Anfang März auflösen und Neuwahlen beschließen. Und in Erfurt spreche ich mit meinem Kollegen Markus Rehr. Herr Rehr, es ist doch ein ungewöhnlicher Vorschlag. Der linke Ramelow will die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht als Übergangsministerpräsidentin. Wie überraschend kam das? Ja, es kam für alle, auch für uns Beobachter hier in Erfurt, überraschend. Und vor allen Dingen die CDU scheint noch immer nicht so recht zu wissen, wie damit eigentlich umgehen. In diesen Minuten tagt hier hinter mir im Landtag die CDU-Fraktion und berät über diesen Vorstoß. Man will ja in der CDU eigentlich keine Neuwahlen. Das mag mit den jüngsten Umfragen zusammenhängen. Nach diesen jüngsten Umfragen könnte die CDU fast 9% der Wählerstimmen verlieren. Ist es für Ramelow eigentlich der letzte Weg aus einer Krise oder mehr die beste Taktik, um seine Partei wieder an die Macht zu bringen? Mir scheint, es ist beides. Vor allen Dingen ist es aber für Bodo Ramelow wohl ein Befreiungsschlag. Denn in der jetzigen Konstellation, wenn er sich jetzt als Ministerpräsident wieder wählen ließe, dann bestünde die Gefahr, dass auch er im dritten Wahlgang mit Stimmen der AfD gewählt würde. Und dann würde auch ihm und seiner Ministerpräsidentschaft dieser Makel anhaften. Sie haben es gerade angedeutet, die CDU fürchtet eine Neuwahl. Aber kann die CDU denn dieses Angebot von Ramelow überhaupt ablehnen? Ja, die CDU hier in Thüringen, die steht jetzt ganz deutlich unter Zugzwang und unter Handlungsdruck. Ausgerechnet der Ministerpräsident, den Sie nicht wählen wollten, nämlich Bodo Ramelow von der Linkspartei, der macht Ihnen nun diesen Vorschlag. Eine CDU-Frau, Christine Lieberknecht, als Übergangsministerpräsidentin einer technischen Regierung. Wenn Sie das ablehnen, dann können Sie das Ihren Wählern wohl nur sehr schwer vermitteln. Wir haben es gerade im Beitrag gehört, die SPD unterstützt den Vorstoß Ramelows. Warum reagieren eigentlich die Grünen so verhalten? Naja, auch bei den Grünen geht es um die Wählerstimmen. Die Grünen sind ja bei der Landtagswahl nur knapp mit 5% in den Landtag gekommen. Und Umfragen zeigen, dass sie wahrscheinlich jetzt bei Neuwahlen noch verlieren würden. Sie müssten also um den Einzug in den Landtag zittern. Wir haben aber heute Morgen hier in Erfurt gehört, dass die Grünen grundsätzlich Unterstützung für den Vorschlag signalisieren, weil das ein Ausweg aus der Krise hier sein könnte. Wer wird denn eigentlich von diesem Vorschlag Ramelows am meisten profitieren?
Naja, das ist ganz klar er selbst und seine Partei, die Linkspartei. Da zeigen Umfragen durch das ganze politische Hin und Her hier in Erfurt, aber wohl auch durch den Vorstoß von Bodo Ramelow jetzt, werden Sie an Wählerstimmen deutlich zulegen. Wie geht es heute bei Ihnen in Erfurt weiter? Ja, es ist ein an Terminen und Turbulenzen reicher Tag hier heute in Erfurt. Jetzt gerade, wie gesagt, tagt noch die CDU-Fraktion hier im Landtag. Um 13.30 Uhr etwa wollen dann nochmal die Verhandlungspartner der Parteien CDU und SPD, Linkspartei und Grüne zusammenkommen und sich weiter beraten. Und für 19 Uhr heute Abend ist eine CDU-Landesvorstandssitzung anberaumt. Die Verhandlungen um den Ministerpräsidentenposten und um die politischen Geschicke des Landes werden sich also wohl noch hinziehen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Markus Reher, vielen Dank nach Erfurt.